Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Herzlich willkommen, liebe Festgemeinde, heute an diesem besonderen Tag bei uns in der Kölber Kirche. Es ist schön, eine so große Gruppe zu erblicken und diesen herrlichen Klang auch zu spüren. Und ein ganz besonders herzliches Willkommen dir, lieber Jens, noch kurz knapp davor, noch darf ich es ja so sagen, in jedem Fall. Es ist schön, dass du da bist. Aus vertrauter Quelle weiß ich, dass du gestern schon einen Abschied gefeiert hast und heute beginnt etwas Neues. Das liegt ganz nah nebeneinander und ich glaube mir vorstellen zu können, dass das nicht immer leicht ist, dass es schön ist, ja, aber auch schwer. Da kämpft was in einem. Ich kann jedenfalls sagen, im Namen unserer Gemeinde, es ist schön, dass du hier bist. Jedem Anfang wohnt ja ein berühmter Zauber inne. Und wir wollen von unserer Seite alles dafür tun, dass du dich hier so schnell wie möglich wohlfühlst an deiner neuen Wirkungsstätte und auch, ich kann es ja nun auch ganz stolz sagen, in dieser Kirche, die ja jetzt nicht mehr nur meine eigene ist, sondern auch dann deine. Es ist schön, dass du da bist. Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Lasst uns im Wechsel beten. Ich bitte die rechte Seite von mir aus gesehen, mit mir zu sprechen und die linke Seite die eingerückten Verse zu sprechen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich mein Herz so in
mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Lasst uns zu Gottes Ehre singen. Lasst uns beten. Guter Gott, liebevoller Hirte deiner Gemeinde, von deiner Gnade sind wir umgeben. Täglich spüren wir deine Güte. Wir danken dir. Heute danken wir dir besonders, dass wir Pfarrer Jens Heller als Dekan in unserem Kirchenkreis einführen dürfen. Gib ihm und uns allen deinen Geist, damit wir miteinander die Kirche gestalten, den Menschen dienen und so deine Güte in unserem Gemeinwesen erfahrbar machen. Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine das Wort von der Zeitenwende benutzte, um die gegenwärtige Situation der Welt auf einen Begriff zu bringen, da prägte er das Wort des Jahres 2022. Und ich habe damals schon gedacht, stimmt, genial gefunden dieses Wort, er hat recht und es bleibt trotzdem sehr interpretationsbedürftig. Und passt dieses Wort nicht auch auf die Situation der Kirchen heute? Sind wir nicht auch irgendwie gerade in diesen Jahren in unserer eigenen Zeitenwende, wo nur noch 49% der Deutschen ein Kirchensteuermerkmal in den beiden großen Kirchen haben und nicht mehr über 50%? In einer Phase, in der wir merken, dass nach Corona die Austrittszahlen sich beschleunigen, obwohl wir doch gerade erst in dieser Zeit an Straßenecken mit Gottesdiensten und im digitalen Netz und mit Wäscheleine Predigten neue Erfahrungen damit gemacht haben, das Evangelium unter die Leute zu bringen. In einer Phase, in der wir merken, dass die Indifferenz gegenüber Kirche wächst, und die Aussichten, in Zukunft noch alle Pfarrstellen besetzen zu können, aufgrund geringer werdender Nachwuchszahlen sinken. Und dass eine Zeit zu Ende geht, in der man den Kirchenmitgliederrückgang immer noch mit einem höheren Kirchensteueraufkommen irgendwie kompensieren konnte. Da verändert sich was. Und ich brauche diese Dinge eigentlich gar nicht alle aufzuzählen. Im Analysieren war unsere Kirche immer schon gut. Zum Verständnis einer Zeitenwende gehört es auch, die Situation bis zum Tag der Zeitenwende gut beschreiben zu können und etwas weniger gut beschreiben zu können, in welche Zeit man denn hineingeht. Das Bild der Zeitenwende trifft uns als Kirche in einer Situation organisationaler Instabilität. Und das kann einem die Angst in die Glieder fahren lassen. Und genau an diesem Punkt kommst du ins Spiel, hier lieber Jens, und willst Dekan für den Kirchenkreis Kirchhain sein. Da gehört schon ein gesundes Selbstbewusstsein dazu. In der Situation der Kirche, wie sie nun einmal ist, besondere Verantwortung übernehmen zu wollen. Und das Erstaunliche dabei ist, du machst einen so fröhlichen und glaubensgewissen und in sich ruhenden Eindruck, dass es sich lohnt, heute einmal genauer hinzuschauen, wie das eigentlich sein kann. Okay, du kommst von hier, aus Bürgeln. Und hast in Marburg Abitur gemacht und mit dem Studium begonnen. Du weißt also, auf welche Art von Region du dich einlässt. Und Lora, wo du Vikariat gemacht hast, liegt zwar von hier aus hinter Marburg, aber das ist ja auch nicht besonders weit weg. Da ist Hanau schon ein anderes Pflaster. Deine erste Pfarrstelle an der Kreuzkirche mit dem Zusatzauftrag Arbeit mit Kirchenfernen und dem Aufbau eines sozialdiakonisch geprägten Kirchenladens in der Innenstadt. Das heißt für mich also, du weißt als Pfarrer, was du tust, wenn du aus deiner Kirche auf die Straße trittst und mit Leuten in Kontakt kommst, die Kirche erstmal so gar nicht auf der Rechnung haben. Und dann bist du, und das finde ich für einen in Oberhessen verwurzelten Menschen ziemlich aufregend, in die Vereinigten Arabischen Emirate gegangen, um auf einer Projektpfarrstelle der EKD eine deutschsprachige Gemeinde aufzubauen. Also die Verheißung an Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, und du sollst ein Segen sein, das hast du offensichtlich ziemlich wörtlich genommen.
Nach 3 Jahren kamst du zurück nach Maintal-Bischofsheim und Kilianstetten, Oberdorfhelden. 2 halbe Pfarrstellen. Da gibt's für sich genommen schon einfachere Arbeitskonstellationen. Aber du hast zusätzlich die Geschäfte einer Kita geführt, ein Gemeindehaus gebaut, den Dekan vertreten, für den Gebäudebestand eine Strategie entwickelt, die Öffentlichkeitsarbeit auf Vordermann gebracht. Und nebenbei, neben der ganz normalen Arbeit als Gemeindepfarrer, auch noch Kirchenasyle begleitet. Und davon, dass du nebenbei mit deiner Frau Silke eine Familie gegründet hast und eure 3 Töchter dir in all den Jahren wahrscheinlich immer mal wieder vor Augen geführt haben, was wirklich wichtig ist im Leben, davon will ich jetzt mal gar nicht reden. Zeitenwende. Und da kommst du und sagst so Sachen wie, ich habe keine Angst um die Zukunft der Kirche. Oder es ist jetzt Zeit für klare Worte und mutige Entscheidungen. Oder ich habe Lust aufs Gestalten. Um das sagen zu können, braucht es viele Kompetenzen und gelungene Erfahrungen im Dienst. Und da bringst du manches mit. Aber das Entscheidende ist doch wohl, von Gott getragen zu sein und das auch so zu empfinden. Du hast einen wunderbaren Ordinationsspruch und der soll dir hier noch einmal zugesagt werden. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Da steht eines, was Gott uns nicht gegeben hat, die Furcht nämlich. Und auf der anderen Seite stehen 3 Dinge, mit denen er uns ausstattet. Die Furcht ist nur eine. Sie wird nicht weiter differenziert. So sind Angst und Furcht ja auch schwer zu greifen. Sie legen sich wie ein Nebel über alles. Warum wir uns fürchten, lässt sich manchmal oft nicht präzise benennen und doch lähmt das Gefühl alle Handlungen. Hier an dieser Stelle im 2. Timotheusbrief, da könnte man sie auch mit Feigheit übersetzen und auch das überrascht einen nicht. Wer Angst hat, kommt nur schlecht ins Handeln. Furcht in der Kirche oder in der Gemeinde scheint also nicht nur heute eine Rolle zu spielen, sondern auch damals schon. Sonst müsste der 2. Brief an Timotheus und seine Gemeinde nicht so deutlich sagen, mag sein, dass ihr euch so fühlt und dass ihr euch fürchtet vor dem, was kommt, aber ihr könnt sicher sein, mit Gott hat das erstmal nichts zu tun, der steht woanders. Der versorgt euch mit etwas anderem, nämlich mit dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Dynamis im Griechischen. Du könntest auch Fähigkeiten sagen. Ihr lieben Menschen im Kirchenkreis Kirchhain, ihr bekommt einen Dekan, der Lust hat, Fähigkeiten zu entdecken und zu gebrauchen, um diese Kirche zu gestalten. Ja, sicher, in herausfordernden Zeiten, aber Herausforderungen bringen die Fähigkeiten ja auch erst so richtig zum Leuchten. Liebe, Agape. Wenn wir in unseren Kirchenvorständen oft so verzagt auf die Situation der Kirche schauen und wie das wohl alles mal werden soll mit unseren Gemeinden, dann gerät ja leicht eine Kernkompetenz aus dem Blick, die so unverwechselbar mit Gott in Verbindung steht und die er uns als Christinnen und Christen mitgegeben hat und die in der Gesellschaft heute so dringend gebraucht wird, nämlich die Liebe. Das vorbehaltlose Annehmen eines anderen Menschen, das Aushalten anderer Meinungen, das Zuhören. Und immer wieder neu zuhören. Und das sensible Aufspüren, was jemand braucht, damit er besser weiterleben kann.
die Freude aneinander. Ich könnte jetzt noch stundenlang so weitermachen. Wozu Christinnen und Christen aufgrund ihres Glaubens in der Lage sind, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und diese Gesellschaft zu einem besseren Miteinander zu bringen. Wir sollten unsere Kernkompetenz in Zukunft als das wahrnehmen, was sie sein kann: eine unerschöpfliche Ressource. Besonnenheit. Sophronismus. Geht auch zu übersetzen mit Besserung oder Mäßigung. Die Fähigkeit, seine eigenen Wünsche und Freiheitsbedürfnisse und Gelüste im Zaum zu halten, damit mein Gegenüber auch seinen Raum bekommt. Und damit wir beide dann einen Schritt weiterkommen zu einem guten Leben. Wenn die Welt in ihrem klimatischen Zustand eine Fähigkeit dringend braucht, dann ist es diese: unser Verzicht, unsere Mäßigung. Nicht nur bemessen an Kohlendioxidmengen, sondern auch bemessen in Anspruchshaltung, Lebensstandard. Und ob es mir klar ist, was ich mit meinen Lebenswünschen hier auf der anderen Seite der Weltkugel möglicherweise auslöse. Und ob ich bereit bin, daraus Konsequenzen zu ziehen. Gott hat uns dazu ausgestattet, so denken und so leben zu können. Und wir sollten es tun. Die Welt braucht es wie nie zuvor. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Auf der einen Seite die Furcht, auf der anderen Seite drei ziemlich konkrete Dinge, die Gott uns durch seinen Geist mit auf den Weg gibt. Damit lässt sich leben. Damit lässt sich Kirche bauen. Und in diesem Kirche bauen übernimmst du nun, lieber Jens, im Kirchenkreis Kirchhain besondere Verantwortung. Gott gebe dir dazu immer wieder seinen reichen Segen. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst soll Pfarrer Jens Heller in sein Amt als Dekan des Kirchenkreises Kirchhain eingeführt werden. Die darüber ausgestellte Urkunde hat folgenden Wortlaut: Evangelische Kirche von Cohessen-Waldeck, die Bischöfin. Gemäß Artikel 81 Absatz 1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche von Cohessen-Waldeck ernenne ich Pfarrer Jens Heller in Maintal, Stadtteil Bischofsheim, zum Dekan des Kirchenkreises Kirchhain mit dem Dienstsitz in Kölbe. Unter Bestätigung seines Fahrdienstverhältnisses auf Lebenszeit mit Wirkung vom 1. Juli 2023. Diese Urkunde erteile ich in dem Vertrauen, dass Dekan Jens Heller die Pflichten des ihm übertragenen Amtes weiterhin stets treu und gewissenhaft entsprechend seinem Ordinationsgelübde erfüllen wird. Kassel, den 1. Juni 2023, in Vertretung Prälat zu Nieden.
So hört nun auf Gottes Wort zu dieser Einführung. Am Ende des Matthäusevangeliums sagt Jesus zu seinen Jüngern das Folgende: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Von dem Dienst eines Dekans gilt, was der Apostel über das Apostelamt sagt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. So lasst uns auf die Lesungen antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir führen Pfarrer Jens Heller in sein Amt als Dekan des Kirchenkreises Kirchhain ein, indem wir Gottes Wort hören und für ihn beten. Wer der Gemeinde in einem Amt dienen will, braucht die Hilfe des Heiligen Geistes. Darum lasst uns bitten, wir tun dies mit dem Lied »Komm, Heiliger Geist«. Thank you.
Lieber Bruder Jens Heller, nachdem wir das Wort der Heiligen Schrift gehört haben, frage ich dich vor dem Angesicht Gottes und vor dieser Gemeinde, bist du bereit, das Amt des Dekans des Kirchenkreises Kirchhain zu übernehmen und gemäß deiner Ordination nach den Ordnungen der Kirche zu führen? Ja, im Vertrauen auf Gott und die Hilfe der Gemeinde. So frage ich euch, Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, Mitglieder der Kreissynode und kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Kirchenkreises, seid ihr bereit, Jens Heller als Dekan des Kirchenkreises Kirchhain anzunehmen, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm beizustehen? So antwortet: Ja, wir sind bereit. Ja, wir sind bereit. Lasst uns in der Stille für diesen Bruder beten und Gott um die Gabe des Heiligen Geistes anrufen. Gott, unser Heil, du leitest deine Kirche durch dein Wort. Wir rufen deinen Namen an über diesen Bruder und bitten dich, stärke ihn mit den Gaben deines Geistes. Gib ihm Kraft und Mut bei allen Herausforderungen, die in seinem Dienst auf ihn zukommen. Gib ihm Menschen an die Seite, die ihn ermutigen und unterstützen. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Lieber Bruder Jens Heller, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, führen wir dich als Dekan des Kirchenkreises Kirchhain ein. Tue deinen Dienst im Vertrauen auf Gott, der bei uns sein will an allen Tagen unseres Lebens. Knie nieder, dass wir für dich beten und dich mit Auflegen der Hände segnen. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und bleibe bei dir jetzt und alle Zeit. Gott stärke dich für deine Aufgaben in den Gemeinden unseres Kirchenkreises. Gottes Geist erfülle dich mit allem Guten, mit Liebe, Motivation und Achtsamkeit. Gott schütze dich vor Überforderung und belebe dich mit immer neuer Kraft. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gehe hin im Frieden. Amen. So übernimm nun den Dienst, der dir aufgetragen ist, in der Kraft des Heiligen Geistes, den wir für dich erbeten haben. Sei gewiss, der Herr wird mit dir sein in allem, was du in seinem Namen beginnst. Liebe Gemeinde, ich bitte euch, nehmt Jens Heller als Dekan an. Achtet ihn, betet für ihn und helft ihm in seinem Dienst. Amen. Und jetzt könntet ihr applaudieren.
Vielen Dank. Auf gute Zusammenarbeit. Das nehme ich mal sehr mit Freude zur Kenntnis, dass man hier auch klatscht, wenn der Chor gut singt. Super. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, da ist er wieder. Hellas ihren Jens oder Hellasch ihren Jens, je nachdem, wo man unterwegs ist. Wie man das hier so sagt und wie ich es vor einigen Wochen auch schon wieder gehört habe, als ich eigentlich noch inkognito zum Rewe hier in Kölbe gegangen bin und natürlich auf Anhieb alte Bekannte getroffen habe, die mich auch gleich erkannt und begrüßt haben. In der Tat schließen sich jetzt heute einige Kreise, die mich mit Kölbe und auch mit dem Kirchenkreis Kirchhain verbinden. Der CVJM in der Achse Bürgeln, Wetter und Münchhausen ist mir von Kindheit an vertraut. 1996 habe ich als Student mein Gemeindepraktikum in Langenstein und Niederwald gemacht und ein wunderschönes mit der Langensteiner Kirche bemaltes Ei bekommen. Ich habe es noch im Kopf, aber beim dritten Umzug danach ist es dann leider kaputt gegangen. Schon davor habe ich ein 6-wöchiges Praktikum an der Gesamtschule in Kirchhain, jetzt Alfred-Wegener-Schule, absolviert. Da wollte ich noch Lehrer werden. Dann habe ich mein Vikariat in Lora gemacht und freue mich ganz besonders, dass Herwig Klein heute auch hier unter uns ist. Und wir haben uns sehr gefreut, uns mal wieder leibhaftig zu treffen heute. Damals noch Kirchenkreis Marburg-Land. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Dekan Voss uns 2004 im Dekanat hier in Kölbe verabschiedete. Frau Battenfeld war damals auch schon da. Und von da aus ging es dann nach Hanau ins Lamboy. Viele soziale Herausforderungen und ein ganz anderes Umfeld. Kirche ganz anders, als ich das aus Lora kannte. Dann, das haben wir eben schon gehört, Dubai auch irgendwie verrückt, aber schön. Und dann zurück nach Südhessen, Bischofsheim, Medienbeauftragter im Sprengel und dann auch noch mit halber Stelle Gemeindepfarrer in Kilianstetten und Oberdorf-Felden. Ja, ich habe, glaube ich, wirklich schon so einiges Verrücktes und Komisches in unserer Landeskirche mitgemacht und erlebt. Vor fast 25 Jahren stand ich mit meiner standesamtlich waren wir da schon verheiratet, aber mit meiner Frau Silke, übrigens auch eine Kölberin, standen wir hier in der Kirche und haben uns trauen lassen. Wir sind ausgezogen und wir haben wirklich viel gemeinsam erlebt.
Und nun kommen wir zurück. Das Dekanat, in dem ich von Dekan Voss verabschiedet wurde und in dem meine Frau früher Konfirmandenunterricht noch bei Dekan Slenska genossen hat, das wird nun unser Zuhause. Kreise schließen sich, oder besser gesagt, sie werden rund. Damit ist nämlich kein Ende beschrieben, sondern ein Auftakt. Es geht ja weiter. Hier gibt es ja auch noch genug zu tun und neu zu entdecken und auch wieder zu entdecken. Und was bringe ich Ihnen heute als Ihr neuer Dekan mit, liebe Gemeinde? Eine ganze Reihe von Mahnungen. Der Abschnitt aus dem dritten Kapitel des ersten Petrusbriefes, der heute unser Predigttext ist, er ist überschrieben mit den Worten Mahnungen an die ganze Gemeinde. Ich lese die Verse 8 bis 17. Da heißt es, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Amen. Liebe Gemeinde, für manche liegt vielleicht die Versuchung nahe, diesen Text als Signal aufzugreifen und vielleicht auch als neuer Dekan die neuen Kolleginnen und Kollegen samt den Gemeinden auf das einzuschwören, was die Kirche oder die Bibel oder auch ich von ihnen erwarte. Aber damit hätte man, wie ich finde, den entscheidenden Punkt leider verpasst. Deshalb fange ich mal mit der Reibung an diesen Mahnungen an. Ich reibe mich an ihnen, weil sie in einer Reihe von weiteren Mahnungen stehen, die erkennbar aus einer Zeit stammen, die es, ich möchte sagen, Gott sei Dank nicht mehr gibt. Da ermahnt der Verfasser die Sklaven dazu, sich ihren Herren unterzuordnen, und zwar explizit auch den Wunderlichen. Dann werden die Frauen ermahnt, sich den Männern unterzuordnen. Und die angehängte Mahnung an die Männer, vernünftig mit den Frauen zusammenzuleben und dem schwachen Geschlecht seine Ehre zu geben, das ist dann nur ein schwacher Trost, finde ich. Und dann folgen die Mahnungen an die ganze Gemeinde, die ich eben vorgelesen habe. Und daran bleibe ich erstmal hängen, weil mir aufgeht, wie hartnäckig auch solche Texte dazu beigetragen haben, dass auch ganz unselige Hierarchien und Machtansprüche stabil geblieben sind. Auf der Grundlage solcher Texte hat es viel zu lange gedauert, bis auch Frauen in der Kirche und der Gesellschaft Leitungsaufgaben übernehmen konnten. Auf der Grundlage solcher Texte hat man viel zu lange an der bloßen Unterordnung festgehalten,
Hauptsache gehorchen, und zwar dem, der das Sagen hat. Nein, diese Zeit gibt es nicht mehr. Und das ist gut so. Ich war schon in der Schule nie zufrieden mit der Antwort, das kriegen wir später, wenn ich meine Lehrer etwas gefragt habe. Wenn ich schon etwas umsetzen und anwenden soll, dann will ich es auch verstehen. An der Spitze unserer Landeskirche steht zu meiner Freude eine Bischöfin. Und ich frage mich, warum das so lange kaum vorstellbar war. Einen umstrittenen, aber für mich auch in dieser Frage sehr bedeutenden und wichtigen Impuls hat vor 3 Wochen Pfarrer Quinten Caesar beim Abschlussgottesdienst des diesjährigen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg gesetzt. Er hat der Kirche, uns, ja, auch Ihnen und auch mir, den Spiegel vorgehalten. In der Kirche seien viele Happy-Länder unterwegs, die gar nicht mehr merken, wie ausgrenzend sie auf Menschen wirken, die eben nicht so sind wie sie selbst, sei es wegen der Hautfarbe oder ihrer Partnerwahl. Diese Menschen erleben Kirche nicht als sicheren Ort, hat er gesagt. Und an den Reaktionen, auch an den Beleidigungen und Schmähungen, die darauf an ihn gerichtet wurden, konnte man sehen, wie sehr er damit einen Nerv getroffen hat. Und mich haben diese Worte auch getroffen und berührt. Und genau da muss man aus meiner Sicht ansetzen, wenn man aus diesen Mahnungen, die natürlich auch ein Spiegel der damaligen Gesellschaft sind, den Nektar des Evangeliums ziehen möchte. Denn wenn man sie in unsere Zeit einfach hinein verlängert und wiederholt und von anderen erwartet, dann besteht die Gefahr, zum Happy-Länder zu werden und andere dabei zu übergehen oder sogar vor den Kopf zu stoßen. Der Kern dieses Sonntages heute ist aber gerade das andere, nämlich die Barmherzigkeit. In ihr steckt das Potenzial, Böses mit Gutem zu überwinden. In ihr steckt auch das Potenzial, sich gegenseitig beim Tragen von Lasten zu unterstützen, niemanden zu verdammen und den Frieden zu suchen. Auch bei den Ermahnungen, die ich vorgelesen habe, ist das ganz weit vorne zu finden. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, da hätte lieber geschwisterlich stehen sollen, barmherzig, demütig. Der Punkt dabei ist, dass diese Forderung nicht eine ist für andere, sondern das ist eine Forderung an mich selbst. Der Verfasser des Petrusbriefes, er schreibt das nicht an Fremde, sondern er schreibt das mitten hinein in seine Gemeinde. Wer mit dieser Mahnung auf der Zunge von anderen erwartet, so zu sein, der läuft Gefahr, ein verzerrtes Bild vom Evangelium abzuliefern. Aber sind nun Mahnungen wie diese jetzt einfach überflüssig und egal? Sollten wir sie einfach zu den Akten legen, uns im Großen und Ganzen an die Spielregeln halten, möglichst nicht anecken und am besten über andere, freundlichere Texte predigen? Ich sage es mal mit Paulus, das sei ferne. Denn zum einen sind solche Mahnungen ein guter Beleg dafür, wie wichtig es ist, sich mit dem Wort Gottes in der Bibel auch zu reiben, es auch als Zeugnis durchaus einer anderen Zeit wahrzunehmen, um dann zu finden, was das Evangelium ausmacht und bis heute und in alle Zukunft trägt. Die Überwindung des Bösen mit Gutem, die Barmherzigkeit, liebe Gemeinde, das alles fängt nicht bei den anderen an, sondern das beginnt bei uns selbst. Da, wo wir uns auch mal in Frage stellen lassen, da, wo wir uns anrühren lassen und das, was in diesem Moment zu tun ist, auch wirklich tun. Wenn man die griechische Vokabel für Barmherzigkeit mal ganz bis ihre Wurzel hinein übersetzt und recherchiert, dann wird mit diesem Wort ein Vorgang beschrieben,
den wir wohl schon alle mal erlebt haben und der auch zum Sprichwort geworden ist, nämlich dann, wenn sich einem die Eingeweide zusammenziehen. Wir verbinden damit vielleicht Erinnerungen an einen Schrecken, aber so etwas ist mit Barmherzigkeit gemeint. Das spürt man. Und wenn das geschieht, wenn man angerührt wird und sich anrühren lässt, dann verwandeln sich die Mahnungen zu Früchten. Wer das spürt und dem nachgeht, der wird nicht Böses mit Bösem vergelten oder mit Scheltworten auf Scheltworte reagieren. Wer das spürt und dem nachgeht, der wird segnen und ein Segen sein. Wer das spürt und dem nachgeht, der sucht nicht das Böse, sondern den Frieden. Wer das spürt und dem nachgeht, der muss nicht ermahnt werden. Die guten Früchte wachsen einfach. In einem solchen Moment können Kriege ein Ende finden. Und wenn nun jemand denkt, auweia, der hat ja von der Realität in den Kirchengemeinden nicht wirklich Ahnung, dann unterschätzen sie nicht nur mich, sondern vielleicht auch die Kraft des Evangeliums. In allen Gemeinden, in denen ich bisher tätig war, habe ich genau das gefunden, erlebt und wachsen sehen. Wir haben in Hanau eine umfangreiche Nachbarschaftshilfe aufgebaut. Wir haben mitten in der arabischen Wüste berührende Gottesdienste zu Ostern gefeiert. Wir haben uns ansprechen lassen von der Not der Geflüchteten und Kirchenasyle gewährt. Wir sind Konflikten, die es auch und immer gibt, nicht ausgewichen, sondern wir haben sie angepackt. Und wir haben immer deutlicher gesagt und gezeigt, wofür wir eigentlich stehen. Natürlich muss man auch Realist sein, wenn man Christ ist und besonders dann, wenn man Verantwortung in der Kirche übernimmt. Der Verfasser des Petrusbriefes war das auch und er spricht durchaus auch das an, was damals wehtat. Er spricht von der Furcht, die die Gemeindeglieder damals umgetrieben hat, weil sie im Alltag diskriminiert wurden. Er spricht auch die Drohungen der Mächtigen an. Christsein konnte durchaus auch mal gefährlich sein. Er spricht auch das Leiden an, das damit einherging, dass man nicht so war wie die Mehrheit der Bevölkerung, und er appelliert ganz realistisch an die Verantwortung eines jeden, trotz der Widrigkeiten an dem festzuhalten, was Gott durch Christus in unser Herz gelegt hat. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. In diesen Worten, liebe Gemeinde, steckt viel von dem, was ich auch heute so als Mahnung meinetwegen weitergeben würde. Die Probleme, die die Gemeinde damals umgetrieben hat, die haben wir nicht mehr. Aus einer gefährdeten Gemeinschaft ist eine gesellschaftliche Institution und Infrastruktur geworden. Kaum ein Ort ohne Kirche. Gemeindehäuser, Pfarrhäuser, kirchliche Kindertagesstätten und diakonische Einrichtungen, all das ist aus dem geworden und gewachsen, was Gott durch Christus in das Herz der Menschen gelegt hat. Und all das hat uns auch bis hierhin getragen. Und während ich das sage, spüre ich schon jetzt die Verantwortung und auch die Last, die damit einhergehen. Denn heute sind wir herausgefordert durch eine Infrastruktur, die nicht mehr zu den sinkenden Mitgliederzahlen passt. Wir sind herausgefordert durch Menschen, die sich endlich trauen, die Kirche auch anzuklagen, wo sie menschlich versagt hat oder sogar Straftaten verheimlicht hat.
Konflikte und Verlustängste, die gab es offenbar schon immer und sie werden uns auch heute beschäftigen und erhalten bleiben. Aber genau da kommt es eben darauf an, wie man damit umgeht. Von den ersten Schriften der Bibel an haben Menschen einen Weg gefunden, der Verheißung und der Hoffnung, dem Glauben und der Barmherzigkeit treu zu bleiben, trotz dieser Unsicherheiten. Jede Generation, jede Gemeinde tut das für sich immer wieder neu, unter den Bedingungen ihrer Zeit. So sehe ich das auch für diese Aufgabe, die ich nun antrete. Konflikte und Verlustängste, die will ich mit Ihnen ansprechen, anschauen, anpacken und aushalten. Aber das kann nicht alles sein. An den Orten, die wir haben und an denen, die wir neu entdecken müssen und neu entdecken werden, da will ich mich ansprechen und anrühren lassen. Gemeinsam mit Ihnen will ich das, was im Predigttext angemahnt wird, als Früchte von aufrichtigen Begegnungen und auch Diskussionen ernten. Ich habe viel Hoffnung in mir, dass wir da viele Entdeckungen gemeinsam machen werden, die wir als Schätze erkennen und behalten. So war es in meinen fast 20 Jahren als Pfarrer immer. Es war nicht ständig, auch nicht überall und auch nicht zu jeder Zeit so, aber immer wieder und immer wieder belebend und neu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns gemeinsam beten, wir erheben uns dazu. Deine Stimme hat uns gerufen, Gott. Dein Wort hat uns geschaffen. Du hast uns zusammengefügt. Menschen bloß. Lass uns neue Menschen sein, ein Anfang der Hoffnung und des Friedens in dieser großen und zerfahrenen Welt. Wir heißen deine Kirche, ein Volk unterwegs. Wir haben Geschichte, eine lange Vergangenheit voll Finsternis und Licht. Wir bitten dich um Vergebung für vieles, was in der Vergangenheit geschehen ist. Lass uns von deiner Zukunft her denken und handeln, aus der Kraft deiner Verheißung, dass du alles neu gestalten wirst. Ermutige uns als deine Kirche, dein Wort zu tun und deinem Geist zu folgen, dass die Worte, die wir sprechen und die Gedanken, die wir denken, einladen und verbinden. Dass wir offen sind für jeden, der schöpferisch und glücklich leben will. Lass uns die neuen Möglichkeiten sehen, die du uns gibst, um unbefangen Mensch zu sein in diesen Tagen der Geschichte und immer stärker Mensch zu werden, dass wir bewohnbar machen, was heute leer und unbewohnbar ist. Dass wir mit Sinn und Leben erfüllen, was heute sinnlos und unmenschlich ist. Auch, dass wir eine neue Welt gestalten, in der die Liebe wohnt, in der es Krieg nicht gibt. Wir bitten für die Dienstgemeinschaft dieses Kirchenkreises. Segne Dekan Jens Heller, alle, die hier Verantwortung tragen, alle, die sich ehrenamtlich einbringen, alle, die mitarbeiten am Bau deines Reiches auf dieser Erde. In der Stille beten wir zu dir. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Wir laden herzlich zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 10 Uhr ein. Der Gottesdienst wird von Predikantin Margareta Eidan gestaltet. Es ist der Gemeinde noch Folgendes bekannt zu geben. Pfarrer Dr. Warnemann ist vom 6. Juli bis einschließlich 31. Juli im Urlaub. Die Vertretung in dieser Zeit übernimmt Pfarrer Ralf Ruckert. Die Telefonnummer und E-Mail-Adresse entnehmen Sie bitte aus dem Mitteilungsblatt der Gemeinde Kölbe oder Sie können diese zu den Bürozeiten im Pfarramt erfragen. Das Pfarrbüro ist in der 28. Kalenderwoche wegen Urlaub geschlossen. Am Mittwoch treffen sich die Männer um 19.30 Uhr zum Grillen in Schulzes Garten, Hebertstraße 15. Anmeldung und nähere Informationen bei Hans Schulze. Die heutige Kollekte geht zur Hälfte an die Straßenkinder von Addis Abeba und zur anderen Hälfte ist sie für die Renovierung des Lutherhauses bestimmt. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Gott segne Geber und Gaben. Und der Wochenspruch, der uns durch die kommende Woche begleitet, steht im Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Für den Kirchenkreis Kirchhain darf ich ansagen, dass Sie alle sehr herzlich willkommen sind in der Gemeindehalle in Kölbe zum Empfang. Es ist gut, wenn wir danach noch einmal Zeit haben, um Jens Heller kennenzulernen, so noch nicht geschehen, Bekanntschaften zu pflegen und die Grüße aus dem Kirchenkreis und der gesellschaftlichen Welt zu hören. Wer ein Grußwort sprechen möchte, möge mich kurz noch mal ansprechen. Ich bin gleich oben und werde ein wenig sortieren. Einige sind bereits angemeldet. Und ich darf sehr herzlich einladen für den Samstag, den nächsten Samstag, den 8. Juli. Der Kirchenkreis will für die Ehrenamtlichen einen Gottesdienst mit Empfang und Cocktails hinterher feiern, um 17 Uhr mit der Stiftskirche, in der Stiftskirche in Wetter, predigen wird Dekan Jens Heller. Und da hier viele dabei sind, die sich ehrenamtlich einbringen, sind Sie alle herzlich willkommen, von den Musikerinnen und Musikern bis zu denjenigen, die Kleiderspenden sortieren oder Kindergottesdienst machen, herzlich willkommen. Ein großer Dank gilt dem Posaunenchor aus Schönstadt und dem Chor aus Kölbe. Es ist faszinierend schön, euch und Ihnen zuzuhören. Und nun bitten wir Dekan Jens Heller um seinen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.